Jo Leute, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Ihr seht es schon, ich stehe hier an einem ganz merkwürdigen Punkt. Ja, ich stand zwischen den Aufnahmen jetzt relativ häufig und viel AFK hier rum. Nicht viel, 2 Stunden oder so, und da ist mir aufgefallen, dass die Eisengolems immer auch dort gespawnt sind. Und deswegen sind da jetzt die Falltüren, dass sie eben nicht dort spawnen. Und mir ist aufgefallen, dass nicht alle Villager im Ruf immer annehmen. Keine Ahnung, was da los ist, aber es funktioniert trotzdem. Zumindest in der Nacht, wenn sie dann schlafen müssen. Tagsüber ist es jetzt nicht so viel wie in der Nacht. Ich kann euch mal was zeigen. Denn ihr seht es, wir haben 2, 4, 6, 8 Stacks. Fast 8 Stacks an Eisen. Das ist echt krank. Ja, das geht heute noch weiter. Und da wir in den letzten Folgen bis jetzt immer nur mit Villagern irgendwie gearbeitet haben, will ich mich heute um das Bodendesign kümmern, beziehungsweise an sich mit dem Boden anfangen. Denn ein Design, muss ich euch ehrlicherweise gestehen, habe ich mir schon auf einer anderen Kopie von dieser Welt hier überlegt und ausgedacht. Und das Design ist auch relativ simpel, aber sieht trotzdem cool aus, hat ein paar Details, finde ich. Also ich finde es schick. Und das werden wir heute schon mal anfangen zu bauen. Ob wir heute den kompletten Hafen damit auskleiden können, weiß ich noch nicht. Aber, ja, nur mal sehen. Aber als allererstes muss ich mal meinen Stuff weglegen und mir mal ein bisschen hier von dem Stein nehmen. Dass wir nämlich markieren können, bis wohin wir den Boden jetzt ziehen wollen. Weil es soll ja, ich habe ja gesagt, es soll immer so in Etagen dann sich steigern oder höher werden. Und wie ich das jetzt genau vorhab, mal gucken, ne? Ach so, und ihr seht es wahrscheinlich, ich bin bei Level 57, denn ich war zwischen der Aufnahme auch kurz mal auf Karamneta. Hab sogar, stimmt, ist es ja voll viel passiert in der Zeit, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe. Ich habe im Nether gleich die Portale synchronisiert. Heißt, wenn wir jetzt in unser Portal reingehen, kommen wir auch bei unserem Portal wieder raus und müssen nicht immer diesen ätzenden Weg laufen, den wir ja da immer gerannt sind. Und das finde ich selbst auch sehr gut. Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Es kommt jetzt oben rechts für euch eine Infokarte. Und oben rechts, ja, könnt ihr mal bitte abstimmen. Yo, findet ihr das cool, wenn wir Minecraft-Bugs ausnutzen, also Fehler des Spiels, um dadurch weiterzukommen? Schließlich, man muss ja auch zugeben, dieses auf den Nether backen ist auch ein Bug so. Aber mir geht es jetzt um harte Bugs, wie zum Beispiel, dass wir Bedrock durchstoßen mit Maschinen. Oder dass wir eine buggige Farm bauen, was ich eigentlich selbst nicht so cool finde. Wahrscheinlich werde ich das so oder so nicht machen. Ist es für euch okay, wenn wir so Bugs in Anführungszeichen benutzen, um voranzukommen? So, ja, ich werde jetzt erstmal kurz verzaubern, dass wir unsere Level nämlich wegbekommen. Und ich habe nur Bücher, kaum noch Dias, deswegen. Und Plünderung klingt gut. Ich werde einfach die 30er in Chance durchgehen. Viel mehr kann ich ja jetzt nicht machen und hoffen, dass wir gute Sachen bekommen werden. So, wir haben Schwungkraft 3, Band 4, Plünderung, Stärke, Rückstoß und Haltbarkeit. Nennen wir es der Gliederfüßler, Feuerschutz, Schutz. Nochmal Schutz. Können wir zu Schutz 4 machen eigentlich und Schärfe. Ah ja, super, Plünderung 2. Und dann tun wir die Schutzbücher einmal zusammen, aber können wir Band 4 gleich wegmachen? Ne, Band 4 bleibt. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und jetzt ist die Frage, Leute, haben wir überhaupt genügend Stuff, dass ich das bauen kann, was ich vorhab zu bauen? Hier sieht man übrigens gleich nochmal, ich war jetzt gerade schlafen, hier sieht man es gleich nochmal, wie jetzt der Eisengolem verbrennt. Ich weiß nicht, ich glaube, so genau habe ich es jetzt nicht mehr gezeigt. Und hier kommt dann das ganze Eisen durch. Das geht dann hier durch die Trichter und kommt dann hier rein. Ganz easy, das System ist kein Problem. Und ich habe jetzt gleich sogar einmal eine Vorbaute gemacht, wie ich mir das vorstelle, so mit dem Boden, so circa wenigstens. Ich habe mir gedacht, irgendwie so wäre das cool. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel Detail wird. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich will da auf jeden Fall noch verschiedene Tiefen reinbringen. Bedeutet, dass das jetzt zum Beispiel mal wegkommt und wir da was hin machen. Und das alles so. Und dann sieht das, finde ich, schon viel besser aus. Und wenn man jetzt so hier oben langläuft, finde ich, sieht das sogar echt schick aus. So. Wenn man sich vorstellt, man kommt hier an. Später natürlich werden hier kleine Details sein. Alles drum und dran. Dann geht man hier hoch. Hier den Boden muss ich übrigens auch dann noch ein bisschen verbessern. Und hier hast du dann auch den kompletten Boden so circa so. Möchte ich nochmal sagen. Und ich denke mal, das wird ganz cool am Ende. Ich habe jetzt, das Ding ist, ich kann nicht so viel anders Seed farmen, dass das alles passt, dass der Boden auch fertig wird und so. Und so, muss ich sagen, gefällt mir das auch. Ich glaube, ich baue das einfach so, da haben wir nämlich auch alle Blöcke für, dass wir einfach ein paar Öfen, das hier sind Öfen, dass wir die einfach mit reinsetzen. So als,
naja, Strukturblock in Anführungszeichen, ich weiß aber gar nicht. Wisst ihr, dass wir es nur ganz schlicht und einfach so machen? Ich glaube, das wäre wirklich am besten, wenn wir es nur schlicht und einfach aus Stein und dem Steinziegeln halten. Dann ist es nicht so voll, wisst ihr? Dann kommt ihr hier hoch und denkt euch so, yo, cool. Und da kommen hier später noch Details auf und so. Und ich glaube, wenn wir das dann alles so machen wie hier unten, wird es sehr wahrscheinlich zu overdetailed. Da ist dann zu viel Struktur im Boden. Heißt, jetzt geht's einfach los mit dem random Platzieren im Prinzip. Was anderes ist es ja hier nicht. Und ich hoffe mal, ich mache es auch so ein bisschen wenigstens ausgewogen, dass ich jetzt hier keine riesigen Adern von irgendwas baue. Dass es am Ende, wenn man dann da durchläuft und sich denkt, hä, was ist denn hier passiert, so mäßig. Aber ich denke mal, ich krieg das ganz gut hin. Ach so, Leute, ich habe hier wieder nebenbei, wie ihr mich kennt, habe ich vor der Aufnahme schon hier nebenbei wieder meine 201 Dating-Fragen aufgemacht. Für genau so eine Situation hier, weil ich würde hier jetzt die Blöcke placen und halt nicht viel reden, weil was soll ich dabei sagen? Wenn ich so normal mit jemandem rede und so halt. Naja, wie soll man sagen, normal. Es ist halt einfach ein Gespräch. Und da komme ich immer zu irgendwelchen Gesprächsthemen und alles ist super. Aber wenn ich hier jetzt vor meinem eigenen Mikro sitze und weiß, yo, ich muss mit mir selbst in Anführungszeichen reden, also eigentlich rede ich ja mit dir, der hier gerade vor seinem Handy oder wo auch immer sitzt. Jetzt in der Aufnahme rede ich halt mit mir selbst. Und da muss ich echt noch üben, dass ich da auf gute Themen komme, die mir jetzt auch direkt ins Gehirn schießen, weil das kriege ich halt einfach noch nicht so gut hin, lol. Ja, deswegen beantworte ich immer einfach nebenbei ein paar Dating-Fragen. Ihr wisst, wie verbringst du Silvester am liebsten? Also ich muss sagen, früher habe ich es am liebsten mit meiner Family verbracht. Da haben wir abends immer noch reingefeiert sogar. Mittlerweile muss meine Familie oder meine Eltern immer arbeiten. Vor allem auch tagsüber, Silvester nachts und abends. Und da haben sie dann halt einfach keine Zeit, um Silvester mit mir zu feiern. Und deswegen habe ich jetzt vor einem Jahr habe ich eine Freundin kennengelernt und da habe ich ihr an Silvester gesagt, yo, nächstes Silvester bin ich bei dir. Da sind wir dann zusammen an Silvester. Das kann ich ihr versprechen. Und so wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch kommen, dass ich dann an Silvester bei ihr bin. Und ich denke mal, das wird auch so mit das sein, wo ich am liebsten Silvester verbringe oder wie ich am liebsten Silvester verbringe. Und ja, deswegen, also ich denke mal einfach mit meiner Freundin so gechillt. Ich bin nicht dieser Feiertyp, Leute. Ich denke kaum ein Gamer. Also ich habe noch nie so einen richtigen Gamer getroffen. So ein Typ, der 14, 15 Stunden am PC sitzt, um irgendwas zu machen, so. Der gesagt hat, yo, er geht jetzt gerne feiern. Wisst ihr, wie ich meine? Noch nie. Kennt ihr da irgendwelche Leute, die sagen, yo, ich gehe super gerne feiern und mir macht das so Spaß und ich könnte das jedes Wochenende machen? So ein eingeborener Gamer, Digga, er denkt doch nicht mal ans Feiern, Alter. Da wird doch direkt nur ans Suchten gedacht, oder nicht? Also zumindest ist es bei mir so. Ich würde nie auf die Idee kommen, lieber zu sagen, yo, ich gehe jetzt feiern, anstatt zu sagen, yo, ich nehme jetzt mein Let's Play auf, talk ein bisschen mit meinen Zuschauern oder schneid was oder sonst was. Und dafür bin ich halt überhaupt nicht der Typ und deswegen verbringe ich auch Silvester meistens so gechillt, einfach im Bett, gehe dann auf den Balkon raus, wenn die Zeit ist, dass alles explodiert und überall schöne Lichter sind und alles. Und danach verkrieche ich mich nach drinnen, gucke vielleicht noch einen Film und gehe pennen, so ungefähr. Freue mich, dass neues Jahr beginnt, wuhu. Oh, apropos neues Jahr, was haltet ihr von Neujahresvorsätzen? Ich fühle Neujahresvorsätze überhaupt nicht. So absolut gar nicht, so komplett null. Ich finde, Neujahresvorsätze sind so unnötig. Also ich fühle so, dass man sich vielleicht ein paar Ziele macht, die man vielleicht erreichen will, aber die Ziele habe ich doch eher im Kopf, als zu sagen, yo, ich habe Neujahresvorsätze, die müssen erreicht werden. Und ich schreibe mir die auf eine Liste, um die irgendwie durchzuziehen. So, wenn ich ein Ziel habe, was ich ein Jahr lang verfolge und hallo Wuffi, irgendjemand kommt gerade nach Hause. Wenn ich ein Ziel habe, was ich ein Jahr lang verfolge, dann ist das doch ein Ziel, was ich durchgehend im Kopf habe, wo ich nachts einschlafe oder abends einschlafe und mir denke, yo, dieses Ziel, dafür stehe ich morgen auf. So, wisst ihr, was ich meine? Da brauche ich doch nicht irgendeine Liste oder irgendeinen Vorsatz, dass es in einem Jahr fertig sein muss. So, und ich würde ganz gerne mir mal kurz Eichenholz holen, weil ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir hier vielleicht nur eine kleine Treppensektion machen und den Rest abgrenzen. Dass hier im Prinzip eine neue Ebene beginnt, so, da hole ich mir mal ganz kurz was. Ich muss eh jetzt mal das gebrannte Zeug holen, was da oben ist. So, ich habe jetzt hier nochmal 60 Holz schnell geholt und einmal die Öfen leer gemacht, dass wir hier jetzt nicht aushungern. So, Leute, ich habe das jetzt hier einmal nur grob gemacht, so wie ich das mir vorgestellt habe. Wisst ihr, man kommt hier hoch und oh, da fehlt noch was. Man muss noch hier, zack und dann bam. Und das machen wir hier nicht. Ich glaube, da würde das, oder? Wenn wir so machen.
Doch, doch, wir machen das da auch so, dann passt das eben nicht. Dass man hier später dann kommt hier noch alles Detail hin, wie dort. Dass man das hier einfach so weiterführt. Hier hat man dann, naja, da kommen dann noch Details ran und so, wie da vorne. Und dann ist das nämlich alles fertig. Und hier in der Ecke hat man dann ein fettes Haus. Und auf jeden Fall hier noch ein Haus, so ungefähr. Und sonst halt überall Hafen-Details, da so ein Haus. Dass man im Prinzip von dort kommt und da dran vorbeiläuft. Im Prinzip so circa. Und hier kommt dann, wie gesagt, ein Haus hin. Und das gleiche machen wir dort hinten auch. Ja, mal gucken. Ich denke, das wird heftig. Heftig. So Leute, und hier wäre jetzt dann noch der nächste Aufgang fertig, dass man im Prinzip hier kommt, hier hochläuft, hier hast du, keine Ahnung, irgendeine Ablagerungsstätte oder so. Ich habe auch überlegt, gerade eben schon, ob ich das so mache, weiß ich noch nicht. Aber hier circa beginnt dann ja der nächste Abteil, ich weiß, bin mir noch nicht ganz sicher wo, aber hier circa geht es ja dann los, dass hier wieder eine Wand kommt, wo man dann hochgehen kann. Die dann hier so lang führt circa und dann dort hinten bis zum Wasserstrom circa. Und ich habe überlegt, was halt übelst heftig wäre, wäre dort ein Fenster, so ein viereckiges Fenster, wo ein Kran rausragt und der Kran hat gerade Ladung dran, die er hier abstellt. Das wäre natürlich mega nice, so das würde ich auch extrem enjoyen und oben kommen dann halt Häuser hin. Ich will das ja hier alles wirklich so heftig erweitern. Das wird ja hier gefühlt ein Imperium, was wir uns aufbauen anstatt. Ne, ich habe so Bock, eigentlich habe ich richtig Lust in die Zukunft zu reisen und in einem Jahr hier nochmal an meinen PC zu gehen und zu gucken, was wir daraus gemacht haben, weil ich das definitiv durchziehen will. So, wisst ihr, das Problem ist so, ich bin kein Mensch, der viel durchgezogen hat in seinem Leben. Beziehungsweise was hat, jetzt guck mal, ich habe nicht sowas, wo ich sagen kann, yo, guck mal, daran habe ich die letzten 3 Jahre was gemacht, so, außer meinem YouTube-Kanal, bin ich ja seit 3,5 Jahren jetzt dabei, aber sonst habe ich nichts Richtiges, wo ich sagen kann, yo, guck mal, hier, das mache ich schon so und so lange und das ist dabei entstanden. Im Zeichnen tue ich jetzt seit einem Jahr und da finde ich, das ist noch nicht sowas so, da gibt es noch nicht so richtig heftige Sachen, wo ich mir denke, Alter, da kann ich stolz drauf sein und das präsentieren. Aber hier das, also ich glaube die Welt hier, ich will das wirklich durchziehen und ich glaube das wird am Ende richtig, also keine Ahnung, ich habe mir überlegt, da ich bei Folge, weiß ich nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber da ich bei Folge 100 oder so oder 150 so eine Kamerarundfahrt richtig mit Replay-Mod und so mache und das wäre halt auch, da wird hier sowas Heftiges bei entstehen, das wäre so, damn, das wäre richtig, richtig krass. Naja, Leute, wir haben in der Folge heute eine ganze Menge geschafft. Ihr seht es ja, wir haben heute im Prinzip den kompletten Boden, komplett den halben Boden schon circa verlegt. Ich muss sagen, ich bin sogar sehr, sehr zufrieden damit, dass wir das nicht so kompliziert gemacht haben und so detailreich, sondern einfach wirklich hier nur so einen schlichten Boden, über den du rüberläufst, wo du jetzt nicht Besonderheiten hast oder so, was ich aber auch gut finde, dass es so ist, wie das hier ist. Mir gefällt es richtig, dass es so ein bisschen schlichter gehalten ist. Und das gleiche werden wir hier dann noch machen. Und dann geht es da hinten. Dort hinten geht es dann weiter. Mit dem Bau des Hafens, mit dem Bau des Bodens. Und vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge dann auch schon hier die ersten Wände zu bauen. Ich will da aber nichts versprechen. Vielleicht wird es auch erst in der, weiß ich nicht wann, Folge passieren. Aber ja Leute, ich hoffe wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.